Willkommen beim Espresso mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Mittlerweile haben wir schon alle das zweite Osterfest unter Corona-Bedingungen erlebt. Wir konnten unsere Freunde, unsere Familien nicht so sehen, wie wir wollten. Und irgendwie macht sich das Gefühl breit, dass wir auf der Stelle treten. Wellenbrecher, Lockdown, Osterruhe und jetzt auch noch Brücken-Lockdown. Alle reden immer nur über Lockdown, Lockdown, Lockdown. Dabei weiß doch jeder, der einzige Weg, wie wir dieses Scheiß-Virus endgültig nur loswerden, ist impfen, impfen und nochmal impfen. In Deutschland sind 12% der Menschen geimpft, so weit, so gut. Aber in den USA sollen in den nächsten 3 Wochen 90% aller Menschen ein Impfangebot bekommen. Und jetzt haben die nochmal nachgelegt. Es gibt neueste Meldungen, die sagen, dass sogar alle Menschen in den USA im April ein Impfangebot bekommen sollen. Und deshalb müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um beim Impfen voranzukommen. Also es darf keinen Impfrückstau geben. Wir müssen die Hausärzte, die Betriebsärzte mit mehr Impfdosen versorgen. Wir müssen auch an kleine Dinge denken, zum Beispiel Zero Residual Spritzen. Das sind Spritzen, die dafür sorgen, dass weniger Zeug in der Ampulle und in der Spritze zurückbleibt. Das sorgt dafür, dass man mehr Menschen mit der gleichen Menge Impfstoff impfen kann. Wir brauchen ein nationales Impfportal, wo man sich melden kann, wenn Impftermine nicht wahrgenommen werden, dass du beispielsweise auf dein Handy deine SMS bekommst, dass du dich da melden kannst. Ja, das sind alles Dinge, an denen wir jetzt arbeiten müssen, dass wir beim Impfen vorankommen. Denn nur das Impfen macht dem Virus ein Ende. Also habe ich hier noch eine Empfehlung für die nächste MPK, die ja jetzt ansteht. Redet mehr übers Impfen und nicht nur darüber, wie ihr möglichst viele Leute im Lockdown haltet. Und wenn ihr über die Gesundheit und die Freiheit der Menschen redet, dann macht es nicht in den verschlossenen Türen. Diese Fragen gehören hier ins Parlament. Wenn euch diese Folge meines Espresso gefallen hat, dann schaut euch doch die anderen an. Die findet ihr auf YouTube. Und wenn ihr eine Frage habt, kommentiert drunter. Wir antworten bestimmt.